Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. So, diesmal wieder mit ein bisschen Minion Masters. Wieder Chaos. Die letzten Chaos-Gefechte liefen ja nicht so gut für mich. So, und diesmal war es genau anders. Die liefen gut. Das Problem war nur übrigens, Topfesboden diesmal. Das bedeutet, dass die unterste Brücke ständig in Flammen steht. Bedeutet, wenn man leichte Einheiten durchschickt, die verbrennen dann einfach, weil die einfach zu wenig AP haben. Das kann man aber umgehen. Man muss ja die Brücke trotzdem einnehmen. Entweder man schickt eine fliegende Einheit drüber oder... ich sag mal eine Fünfer-Einheit, ja, also eine Fünfer-Karte, die nehmen dann nicht so viel Schaden, sind ja relativ schnell rübergelaufen, es sei denn, man hat eine sehr langsame Einheit, die sich wirklich lange in dem Feuer aufhält, aber das kann man ja umgehen, indem man halt eh nicht so eine langsame Einheit dann da reinschmeißt. So, ich habe zwei Runden gemacht, die liefen relativ gut, die letzte war ein bisschen härter, sagen wir mal so. Man spielt ja aber auch nicht mehr gegen Anfänger, gerade wenn man hier schon im Diamant-Modus ist, oder beziehungsweise Diamant-Rang, so wie ich ja dann mittlerweile auch, Rang 5. Beziehungsweise jetzt, letzten Endes dann schon Rang 4. Und, ja, war ganz witzig. Ich habe aber blöderweise, weil es relativ spät war, habe ich erst zwei Spiele gemacht. Und dann habe ich die Expedition aufgenommen. Davor, weil ich schon so genervt war. Ich gehe auf Chaos und vergesse aber mich anzumelden und melde einfach für ganz normale Gefechte an. Mach drei Stück davon und denk mir irgendwann, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin nicht im Chaos-Modus, ne? Und ja, dann hatte ich dann das Problem, einfach schon drei Spiele so versemmelt. Ja, also einfach so gespielt, ohne dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Das habe ich dann gelöscht, weil es gar keinen, ja, hat einfach für mich nichts gebracht hier. Das zu veröffentlichen war auch nicht so knackig. So, wie gesagt, dann halt für Chaos angemeldet, habe bei Chaos gespielt. Lief relativ gut. Erste Gefecht haben wir doch recht schnell durchgezogen. Das zweite hat ein bisschen länger gedauert. Und dann dachte ich mir, okay, nimmst erstmal die Expedition zu Ende auf. Am nächsten Tag logge ich aber ein schon, ja. Und was ist passiert? Die Zeit war abgelaufen. Das ist ja alles nur eine begrenzte Zeit verfügbar und ich habe recht spät angefangen. Und ja, was abgelaufen. Da gewinne ich endlich mal wirklich zweimal hintereinander und ich hätte wahrscheinlich auch ein drittes Mal gewonnen. Ja, und verpasst das dann. Kriegt meine Belohnung, aber ich dachte mir so, verdammt, das ist das Kürzeste, was ich je gespielt habe. Sonst habe ich ja zumindest noch drei Runden gespielt, obwohl wir eigentlich immer verloren hatten oder so. Obwohl, letztes habe ich glaube ich zwei verloren, eine gewonnen und dann noch eine verloren. Aber irgendwie so war das jedenfalls. Ja, diesmal lief es besser, aber durch mein Versagen habe ich es trotzdem irgendwie versemmelt. Und habe nicht mal drei Wins reingefahren hier. Leider, aber kommt halt auch manchmal vor. Ansonsten gibt es ja auch nicht allzu viel zu melden. Ich habe gesagt, wie gesagt, die unterste Brücke stand ständig in Flammen. Und das war das einzige Manko hier sozusagen. Letztens, am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, hatten ja alle Diener, hatten ja Eile. Das heißt, sie waren alle schneller unterwegs als zuvor. Ja, und hier, wie gesagt, stand diesmal die ganze Brücke in Flammen, aber halt nur die unterste. Ja, auch kein großes Ding. Naja, die lassen sich halt immer so Kleinigkeiten einfallen, um es irgendwie vielleicht einen Hauch schwerer zu machen. Warum das genau Chaos heißt, weiß ich auch nicht. Also, interessanter wäre es, wenn man ja irgendwie ununterbrochen irgendwas spawnen kann oder so. Aber, wie gesagt, da kommen ja vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ansonsten gibt es ja auch nicht allzu viel zu sagen. Ihr könnt euch das recht kurze Gameplay noch reinziehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao. Punish the wicked.
Perk number two. Number three.